Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Ja, und er trinkt sich natürlich wieder ein. Okay, bei dem Wetter versteht man das ja auch. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns versucht, durch diese eine Höhle zu kämpfen, wo wir so einen Echsenmann töten mussten. Und ja, damals ziemlich so aufs Maul bekommen. Deswegen habe ich ausgehend ein bisschen trainiert. Ich habe, glaube ich, kein einziges Level dazu bekommen, aber ich gehe jetzt natürlich hier alles professionell und sehr zimperlich an und notiere mir immer alles, was ich offscreen gelernt habe. Also immer. Dieses Mal zum ersten Mal, damit ihr auch wisst, was ich hier alles gemacht habe. Ich habe extra eine Tabelle und so was hier alles angelegt hier per Open Office und so. Wie ich mir alles schön notieren kann, damit ich auch so auf dem Laufenden bin, was ich offscreen gemacht habe und so. Und ja. Da habe ich zum Beispiel Ausrüstung notiert, was ich alles gelernt habe. Ich habe den leeren Ring, glaube ich, mit Velvet hier gemeistert. Und was habe ich dafür bekommen? Nicht elementaren Schaden verringert, okay. Ja, mit Roku habe ich eine Menge hier gemeistert, ausrüstungsmäßig. Eine natürliche Weste, einen fremdartigen Talisman, fremdartige Dolche und Kammstiefel sind alle gemeistert. Schön mehr Fokus oder was war noch? Nee, Ring noch nicht, ne? Talisman, ja, Artangriff, fremdartige Dolche, damit wir auch bessere Waffen hier ausrüsten können. Ich habe direkt mal die stärksten genommen, die wir zur Verfügung haben, weil die auch irgendwie mehr, ne, die brauchen weniger Meisterfertigkeit. Ich weiß immer noch nicht, wie wir irgendwie mehr bekommen oder so. Ich nehme an, jeder Gegner oder so gibt uns irgendwie ein Meisterhaftpunkt oder so. Ja, KP nach Erledigen von Gegnern auch nicht schlecht. So, und ein paar Titel. Mit beiden Charakteren habe ich zwei Titel freischaltet. Einmal Vara Rokoro, indem ich ihn 25 mal gesteuert habe, nehme ich an. Also ich habe ihn bekommen, als da eine 25 stand bei der 31, die jetzt da rechts steht bei der gelben Schrift. Und Magier, weil ich ausgelöste Staatserkrankungen gemacht habe 20 mal. So, mit Velvet habe ich einmal eifrige Sammlerin und Verzauberin gelernt, auch ausgelöste Staatserkrankungen. Und Sammlerin ist, glaube ich, ja, Beuteobjekte, also ich glaube 30 waren das. Gut, haben wir das auch hinter uns. Arzt und so habe ich nichts Neues gelernt, weil ich auch ungern mache auf Screen. Und ja, wir müssen eigentlich kurz vorm Level up sein, wenn ich mich irre. Sag mal. Nö. Mit Velvet, ja, okay. So, dann machen wir uns auf jetzt zum Echsenmann, den wir töten müssen, weil der deswegen eigentlich noch mal. Gute Frage, ist ja schon wieder eine Woche her, seit ich aufgenommen habe. Tut mir leid. Warum muss man hier noch mal erledigen? Weiß ich nicht. Jedenfalls wird für uns irgendwie ein Schiff bereit gehalten oder irgend so ein Typ will irgendwie ein Schiff für uns bereit machen und ja, währenddessen machen wir diesen Dämonen ja kalt. So, gib mir das hier. Soll ich mir vielleicht das Level Up noch abholen? Weil da bekomme ich irgendwie, ich habe so das Gefühl, wir stehen kurz vorm Bosskampf und jetzt wäre eine gute Frage. Jetzt eine gute Frage, wo ist jetzt hier irgendwie nochmal diese Teleportationsdingen? Ich meine, hier war doch so was, ne? Aber freigeschaltet haben letztes Mal. So ein Dreck. Gehe ich hier rein und jetzt gehe ich hier rein, will mich direkt um den Boss vielleicht kümmern. Weiß ich nicht, mal schauen. Und dann finde ich den auf einmal jetzt nicht. Geil. Aber wir haben ja einen Mini-Boss noch erledigt. Und ich nehme mal an, wir bekommen irgendwie so passive Sachen, wenn wir die erledigen oder wenn wir Boss erledigen. Jetzt eine Ding hat uns irgendwie, was wir ganz am Anfang bekommen haben, ich glaube, als wir gegen diesen Drachen gekämpft haben, irgendwie mehr auf alle Werte gegeben. So auf jeden Wert irgendwie so 5 Punkte oder so. Kann ich mal zeigen. Irgendwo hier. Blub, 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 blub. Potentite. Flugstabilisierung, Kampf. Genau. Ich nehme an, diese Sachen sind alles passiv, oder? Wenn du das Bewegungstempo auf der Karte um 10%, das klingt irgendwie passiv. Dann auszulösen, die KP wieder herstellen. Und ich nehme an, so können wir Effekte freischalten, die wir
sozusagen im Waffen haben können. Und ich laufe jetzt ja vollkommen verkehrt, habe ich das Gefühl. Aber egal, also komm mal her. Boah, das ist schon laut. Wahrscheinlich schon wieder viel zu laut jetzt, ne, wenn ich hier aufnehme. So, ich habe ein bisschen hier umgeändert, was meine Arts angeht. Und zwar habe ich auf Dreieck und Kreis habe ich meine ganzen, ja, wie heißen die nochmal? Kriegsarzt sind diese normalen Angriffe, sagen wir mal. Da steht es auch Kriegsarzt, verborgene Arzt. Verborgene Arzt habe ich alles auf Kreis und Dreieck bei beiden Charakteren gemacht. Und ja, mal gucken, wie gut ich damit klarkomme. So. Ich bin die ganze Zeit übrigens noch hier Dings am Spam hier. Diese eine Fähigkeit. Ich glaube, die ist auch irgendwie mit dem Titel in Verbindung. Jetzt ist schon wieder viel zu laut hier, ne? Wieder so was an meinem Mikrofon so ein bisschen geändert hier, an der Lautstärke und so. Und ich habe das Gefühl, Kampf wird jetzt, werde ich jetzt wieder voll übertont werden. Ach ja, ich habe noch Dings. Dann mach den fertig, bevor du irgendwie von deinem Dings wieder abläuft. Aber ja, was? Lass mal wieder reinkommen, ne? Schon wieder so lange her, seit ich gezockt habe. Siegelbrecher, oh cool, direkt was bekommen wir titelmäßig. Sag mal, verborgener Arzt genutzt, ja. Warte mal, ich will versuchen, ja mal auf einige Sachen so hinzuarbeiten. Mal Kriegsarzt jetzt einsetzen. Da bin ich jetzt, ich glaube, da war richtig, ne? Ich wollte eigentlich jetzt hier direkt rein, Bossplatt machen und weiter eine Story machen, aber. Das ist auch ein Problem, wenn man ein Spiel zum ersten Mal spielt. Man weiß nicht alles. Man weiß gar nichts über das Spiel. Und macht Fehler. Viele Fehler. Viele, viele Fehler. Aber ich tue mal auf dem Weg hier so ein paar Dinge einsammeln. Hier haben wir auch diese Fledermaus, ne, die wir besiegt haben. Die wir vorher den Boden gestampft haben, die wir eindeutig besiegt haben. Hm. Ne, überhaupt keinen. Ach ja, ich habe mir. Habe ich jetzt mir überhaupt Dings geholt? Ja, ne. Ja, ich habe mir Apfel Gelees geholt, die heißen ja jetzt Gelees anscheinend. Und ja, da muss ich doch jetzt gegen irgendeinen Boss hier vielleicht gut ankommen. Ich habe so das Gefühl, der Miniboss, diese Fledermaus, dieser Fledermaus Baron oder was auch immer das war, habe so das Gefühl, das Viech ist irgendwie stärker als unser nächster Story Boss. Weil er hat es schon in sich, fand ich jetzt. So, wir finden ja alles, nur nicht unseren Boss. Komm. Wahrscheinlich war der Teleporter direkt irgendwie am Eingang und so. Ich habe es hier voll verpasst. Da ist er auf jeden Fall der Boss. Das war ja schon richtig. Aber den ganzen Weg hier umsonst. Oder vielleicht ist der Teleporter verschwunden, nachdem wir aus der Höhle ausgegangen sind. Kann natürlich auch sein. Aber ich habe so das Gefühl, das ist nicht der Fall. Oh Gott, geh weg. Ich möchte noch relativ fresh hier beim Bosskampf landen, wenn es geht. Ist übrigens immer noch nicht, wofür Silbermünzen und also was da sind. Aber ich sammle sie weiter ein, weil warum denn nicht? Ich meine, warum nicht? Sich hier so wie ein Fallout, wo ich weiß nicht, begrenzte Tragkapazität habe. Okay, ich kann 99 wahrscheinlich von allen Sachen hier tragen, aber das meinte ich jetzt nicht. Gut, dann gehen wir mal da rein und machen platt, wen auch immer wir platt machen müssen. Den Ex-Mann hoffentlich. Ja, natürlich den Ex-Mann, boah. Gut, da ist noch ein Gebiet. Okay, dann komm mal her. Mal was geht. Dämon Duel. Das Treffen aller Gegner schafft den einen Kombo und löst einen Schwachpunkt-Kombo aus, bei der jeder Folgetreffer deinen Schaden stark erhöht. Führe einen Schwachpunkt-Kombo aus, indem du sengende Schneide überreißender Dorn mit harscher Konter verbindest. Willst du mal was? Soll bitte was mit was machen?
Wenn du sengende Schneide überreißt, ne, ich muss ja erstmal wissen, welche Angriffe überhaupt sind. Sengende Schneide überreißender Dorn. Das ist ein reißender Dorn. Sengende Schneide, reißender Dorn. Und Tatakonda. Sengende Schneide. Boah, jetzt muss ich ja extra hier nochmal umändern wegen dir. Boah. Sengende Schneide, reißender Dorn. Warte mal. Ja, nee, geht nicht. Boah. Eine reißender Dorn. Ah, schon Konter. Das weiß ich schon mal, welche Kombo ich einsetzen werde. Sieht mir aber irgendwie generic aus. Ja, jetzt nicht irgendwie so, als wäre es von irgendeine Wichtigkeit oder so. Sieht echt aus wie so ein 0815 Gegner. Okay. Ha. Eine Seele, geil. Naja. Kann man einen Konter einsetzen? So, ich setze mal so ein, bevor die hier wieder fragt. Du sollst halt verdammt nochmal deaktivieren. Aua. Ich dachte, ich hätte es schaffen können, ja. Ich wollte eigentlich das Ding deaktivieren. Ich habe die ganze Zeit R2 gedrückt, aber irgendwie hat das nicht gemacht. Die hat ihre Dings eingesetzt, ihre ultimativen Sachen, aber hat irgendwie nichts gemacht. Noch mal ein Velvet. Hat ja auch im Training dauernd gemacht. Hier immer, wenn ich einen Konter eingesetzt habe, hat die verdammt noch mal irgendwie angegriffen. Ja, was? Ah, pass auf, Velvet. Sure, komm hier mehr. Sieht jetzt irgendwie nicht so aus, als wäre irgendwie von Bedeutung. Tut mir leid. Ja, da müsste ich zu diesem Zeitpunkt irgendwie mehr abziehen, oder warum mache ich so wenig Schaden? Hätte ich doch ein bisschen mehr trainieren sollen. Ich mache ja gar keinen Schaden. Ich weiß, ich durfte einen höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Au, oh, was? So, Konterabruf. Ach man, zu schwach. Oh Gott, was zum... Noch mal. So. Na toll, HP auf. Eins, Mann. Ich will so Ausweichschritte machen. Auf damit. Ich muss meine Verteidigung senken, habe ich so das Gefühl. Du tust meine Verteidigung senken, meine. So, jetzt deaktivieren bitte. Danke. Weil wir müssen echt aufpassen, dass die nicht verreckt, ey. Naja, also ja, deaktivieren. Ich würde mal so schnell wie möglich wieder deaktivieren, wenn es geht. Oh Gott. Den jetzt hier kontern müssen, Rogoro. Und jetzt tschüss. Ha, Konter. Dein Helm spaltere Konter, Alter. Genau das wollte ich machen. Hey, das kenne ich doch. Mitsuyu war Kumiai, der das gemacht hat.
それ手伝って美味しい思いもしたけどよ。確かに倉庫の抜け穴なんて個人で作れるものじゃないよな。調子に乗って規模をでかくしすぎたんだ。声量にバレるのも時間の問題だった。死人に口なし。お前を殺して罪を最小にするつもりが計算が狂ったというわけか。 Vielleicht verscheißt er uns ja auch. エルビーサに殴り込みをかけて、全員ともぶっ殺す。自殺行為ね。何人対魔師がいると思うの。どうせ逃げても狩られる。奴らに人は捕らせられれば、それでいい。と思ってたが、それも。 Ich dachte erst, sie wollte ihn erstechen, bevor sie schon ihr Schwert gezogen hat. 私が出発した後、騒動を起こして、追っ手を足止めしてくれれば好都合。そういうことならご期待に応えるぜ。Auf so stolz dazu stehen, ein Schwanz wurde abgehackt. Die Noah-Flasche. Ein seltsamer Trank, der dich in einen Verlies sofort zum Eingang teleportiert. Sofern du das zu Verlies zuvor passiert hast. Einmal benutzbar. Verwende einen der Noah-Flasche durch Drücken von L2, während du dich in einen Verlies befindest. Blablabla, wirst du direkt im Eingang teleportiert. Und Duels Schwanz. Da gibt es ja viele Sachen. ところで、お前ら、どうやって俺を見つけた？偶然よ。勘が当たっただけ。俺の生まれたのは、何もない陰気な村でな。そこが大嫌いで、船乗りになったんだ。だが、この様だ。 Es gibt keine Möglichkeit, wieder menschlich zu werden, also kann ich auch als Monster leben. Sie werden mir für meinen Schwanz büßen. Du wirst schon sehen. Meinst du jetzt Velvet oder die anderen Leute? Ist jetzt mein Schwanz. Ja. Ist bestimmt noch irgendwann, oder? Nö. Ich will die ganze Zeit X drücken, um die aufzunehmen, aber ich kann ja schon so einsammeln. Ha. So, hier ist nix. Okay. Ich will ungern so ein Ding. Warum sollte ich so einen Trank überhaupt benutzen, wenn hier direkt ein Teleporter am Dings ist? Hier, ja. Hier ist ja direkt ein Teleporter. Warum soll ich einen... Hat? Deswegen zeigst du mir leid, was? Okay. Bin ich genau falsch gegangen, geil. Ma. Okay. Dann müssen wir zurück zum diesen einen Dorf hier. Schlag mich tot. Der nochmal heißt. So, ist da drin noch irgendwas von Bedeutung? Ich hätte überhaupt Ausrüstung, die noch gelevelt werden muss, ja, ne? Ich habe hier in den Kampf reingegangen bin, ohne irgendwie irgendwas zum Leveln ja ausgerüstet habe. Das wäre sehr unproduktiv. So, hier scheint nichts mehr zu sein, außer Seelen, die nehme ich natürlich mit. Das ist was Neues. Was hat wir in der Hodoro-Höhle gefunden? Falls dem so ist, denke daran, dass das Ganze nichts mit uns zu tun hat. Nur damit wir uns verstehen. Ja, ja. Warte mal. Jetzt irgendwas? Nein. Bin ich geheilt? Ja. Ich geheilt. Okay.
Müsste die, die mir einen Apfel gegeben hat, oder? Hast du jemals von einem Glücksapfel gehört? Die sollen Glück bringen. Boah. So einen könntest du sicher gut gebrauchen. Ja, so einen gib mir einen. Verdammt. So, sonst nichts, ne? Ich glaube, ich habe noch nie ein Tales of Teil so gründlich gespielt. Da lag was, aber ist mir jetzt egal. Also von den Dialogen her. Früher habe ich nicht jeden angesprochen. Aber jetzt mache ich es. Warum auch immer. Und geht weg. Der holt mich ein. Nee, der holt mich nicht ein. Diese komischen, ja, diese Flatterviecher da, die holen mich mal ein. Oh, hi, wir gehen in den anderen Eingang rein, ja. So, eine Sekunde mal. Ich habe schon hier Wararokoro Kriegsarzt benutzt. Ja, okay, dann haben wir mit dem noch ein paar Kriegsarzt raus, dann steuern wir wieder Velvet. Ich will auch in dem Parts produktiv sein, wenn es geht. Schon so viele Titel wie möglich freischalten oder hochleveln. Spart mir einige Arbeit im bei vorher schon Speicherpunkt. Anscheinend ja. Ich gedacht, hier kommt irgendwie so ein Bosskampf oder so. Deswegen haben sie mir hier einen Speicherpunkt gegeben. Nennt mich paranoid, aber ich möchte so viele Seelen wie möglich haben. Wer weiß. Vielleicht ist die nächste Troja lieber eingehalten. Boah, die kehren auch schon wieder zurück. Vielleicht ist ja die nächste Truhe, die wir finden, direkt 100 Seelen wert oder so. Dann würde ich sagen, ihr nanntet mich verrückt. So, da genau die Pan. Und da ist schon wieder irgendwas los. Ich nehme an, das sind einfach nur gesprochene Dialoge, die hier angezeigt werden.火山灰が混ざった灰色の雪が降ることがあるのよ。四国に火山なんてあったか？あるのはもっと北の方なんだけど、ミッドガンド王国内で一番大きな火山だから、遠赤もその吉良羅臼火山で取れるのよ。っていうか、そこでしか取れないんだって。吉良羅臼火山。なかなかすごそうだな。ベルベットは火山を見たことあるか？ないわ。見た経験も興味もない。 Den Schnee vom Dach zu schaufeln ist anstrengend, egal welche Farbe er hat. Mir klar, dass du keinen Schnee gewöhnt bist. Es ist nicht schwer aufs Dach zu kommen, aber pass auf, dass du oben nicht rausrutschst und fällst und dir das Genick brichst. Ja, Velvet, ich habe so das Gefühl, irgendwann werden wir ein paar Orte sehen, die du nicht unbedingt sehen willst. Bald wird es wahrscheinlich wieder um die ganze Welt hier gehen. Hallo? Okay. So, ich habe ihn abgetrennt, um ihn euch zu zeigen. これしか持ち帰れなかったわ。本当か？疑うのは自由だけど、嘘でもゴーマの体を持ってこれるやつがいる？確かに。じゃあ船の修理をお願い。そうはいかん。テレサ様から正式な許可が下りないと。急いでって言ってるの。密輸の真犯人がバレたら営業停止じゃ済まないでしょ。取引。もう、ウィスメラってね。 Ja, wer will, lässt ihr Charme spielen. Aufwerten, sie verarschen. Boah, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, nein. Nein, nein. Warum kannst du nicht so zierlich sein wie Velvet? Genau. Oh, bitte nein, nein, nein. Bitte nicht wie in Tales of Graces. Nein, nein. Wenn das also verbessert deine Wertung, gewährt eine Chance, einen Aufwertungspunkt zu haben. Du kannst aber ja, bitte nicht, bitte nicht. Bonn zu klumpen.
Okay. Sieht ein bisschen anders aus. Brauchst du noch Gold? Ja, okay. Ah, okay, damit kann ich die Effekte darunter freischalten oder was? Wir haben sich die Eigenschaften des Objekts. Wenn man Azerit bestimmt, dass du verwendest, Azerit des Anfängerschmieds schützt die Objekte auf bis zu 3-2. Mit anderen kannst du ihr Objekt sogar bis auf 10 bringen. Maximal aufgehört, ändert sich der Name und wird goldfarben angezeigt. Okay, also es ist nicht so wie in Tales of Grace und Tales of Systeria. Sehr gut. Gut. Zum Zerlegen bitte. Zerlegen. Links wird eine Liste der Ausrüstungsteile angezeigt. Zerlegbare Objekte. Wird noch, ne? Und dann kriege ich die Sachen, die da unten stehen. Okay. Ja, am besten die, die ich gerade erst geschmiert habe. Hast du folgendes erhalten? Bronzeklumpen, bla 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 bla. Hängt vom Aufwertungsteil des Objekts und dann wird mit Ende des Tutorial. Okay. Wow. Wenn das nicht so teuer ist, ich diese Materialien sowieso brauche, sowieso einsammle, kann ich die ja so benutzen. Es ist jedenfalls nicht so wie in Tales of Grace F und so. これもしかしもう戦う Okay, Dual Schwan, Azerit des Anfängerschmieds erhalten. Das ist jetzt wieder so ein passives Ding, ne? Okay. Zeig mal. Ach, ist nie. Am ersten Mal. Solange hat nur so wenig kostet, habe ich damit kein Problem. Bronzeklumpen. Lange ich auch nicht irgendwie. Wenn ich die gerade ausrüste, dann kann ich die auch direkt. Gegen betäubte Gegner und das habe ich nicht. Habe ihn ausgerüstet. Ja, komm, machen wir. So. Warum habe ich so wenig Dinger? Sag mir nicht, das sind jetzt Dinger, die ich irgendwie. Oh, hallo. Irgendwas Neues? Nein. Dann entferne er sich von mir. So, wo müssen wir jetzt noch mal hin? Die kümmern sich jetzt um unser Schiff, ne? Was müssen wir jetzt machen? Übernachten. Warte mal, habe ich nicht irgendwie so? Ne? Geht zurück zu den. Ach nee, wir sollten zum Dings, genau, boah. Weiß ich, habe es wieder voll drauf so mit aufpassen in der Story und so. Joink. Gut, dann würde ich aber sagen, das ist der perfekte Moment hier, einen Schnitt zu machen. Und dann sehen wir uns. In der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen würdet. Oder nee, lasst lieber. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.